Ich habe gerade kurz meine Adresse geleakt. Ja. Konnte ich nicht machen. Ich habe aus Versehen meine Adresse geleakt. War meine, ja. Hoffentlich hat es keiner gesehen, ehrlich. Hat eh keiner gesehen. Ey, du, hier ein Zuschauer. Einer schaut mir gerade zu. Wer bist du? Kannst du es mir sagen, bitte? Bitte, bitte, bitte. Das wäre ganz nice. Ich bin übelst gestresst. Naja. Kann ja mal passieren. Was? Aber. Ja. Danke. Danke, dass du es mir nicht gönnen willst, Arschloch. Sag mir doch direkt, dass du es nicht gönnst. Ehrlich. Anstatt so eine Pussy zu sein. Oh mein Gott. Da ist Platz für den Konter. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Unaufhaltsam. Mein lieber Schwan, das ist gefährlich. Servus Palette. Ich habe aus Versehen meine Schule geleakt. Aus Versehen. Und hab dann meinen Stream direkt beendet. Weil ich Angst habe, dass irgendwer meine Adresse irgendwie suchen möchte. Davor habe ich immer so gar keine Lust. Ich muss da ehrlich aufpassen beim nächsten Mal. Ja, bruh, ehrlich. Da war ein Zuschauer, der hat aber nie geschrieben. Es könnte ein Bot-User sein, keine Ahnung. Oder es war Miko, der eh schon im Chat war. Ich weiß es auch nicht. Ja, und 1-0. Ja, wow. Rütter, du bist so scheiße. Ehrlich. Warum habe ich dich gekauft? Das ist auch jetzt traurig. Wir verlieren jetzt gegen den KSC. Kannst du keinem mehr erklären. Du spielst um den Aufstieg und dann verlierst du gegen fucking KSC. Ah, wohl. Ja, kannst du vergessen, leck mich. Ah! Nein! Das ist lächerlich.
Lass KSC, nein, ich lass sie nicht. Nerviger Club. Das geht überhaupt nicht. Das einzige, was an denen cool ist, ist Oliver Kahn. Das war's. Na, kann's vergessen. Ja, gut, haben wir verloren. Peinlich, peinlich, dass wir das verloren haben. Das war eigentlich ein Pflichtsieg. Weil schau dir das mal an. Schau es mal an. Erklär mir nicht, dass das nicht... Warte, ich schick das. Das willst du auch keinem erzählen, wirklich. Ja, es ist halt einfach so. Manches Mal schaffst du es einfach nicht. Warte. Hat jetzt... Aua, hat jetzt verloren, gell? Ja, oh, 4-0. Oh, die kriegen jetzt auf die Fresse. Das war's mit Aue. Um Aufstieg. Die werden jetzt von Hamburg verdrängt. Die haben nicht mehr die Kraft dazu, sich oben festzubeißen. Leider. Ehrlich, schade. So, Ritter. Ja, wir testen jetzt was Neues aus. Das wird bestimmt gut klappen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Bin ich mir nicht. Na, das wird schon. Bisschen was Neues ausprobieren. In letzter Zeit hat ja... Die Balance gefehlt in der Mitte. Regensburg hat versucht, diese Balance zu finden, aber war nicht möglich. Dein Club, der hat drei Farben. Okay. Juckt. Und hätte er nicht drei Farben? Ja. Die sind rot, grün, weiß. Dann wäre es nicht mein Verein. Mein Verein ist schwarz, weiß, rot. Ich bin ein Kaiserreich-Fan. Jawohl. Für den Kaiser. Junge. Heute sind wir alle hier Regensburg-Fans. Noch. Ich finde es so geil, dass ich immer wieder die gleiche Musik und wieder die gleiche Musik und wieder die gleiche Musik anhöre. Und trotzdem habe ich übelst die alten Vibes, die mir ganz gut tun. Och, das ist nicht wahr. Wirklich, dem Club fehlt alles. Er hat keine Moral. Damals war alles viel, viel besser. Damals war alles besser.
Jetzt nehme ich auch wieder die alte Taktik rein. Die hier. Oh, nee. Oh, nee. Dem Verein fehlt wirklich die Würze zum Aufstieg. Ehrlich. Diese Gewürze fehlen einfach übelst. Aber kommt jetzt der... Oh mein Gott, die können alle nicht schießen. Macht mal einen richtig guten Schuss. Ihr wollt doch aufsteigen. Ihr wollt doch wenigstens ein bisschen Rambazamba machen. Manche verstehen kein Deutsch. Listen, guys. Play like gods. Not like ants. Yeah. Don't like pussies. Play like a good tiger. Yeah. Si, senor. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mit meiner Mannschaft los ist. Kommt da was? Nee, ehrlich. Oder doch, komm. Ah, fuck. Per favore, sì, signore. Ihre Füße stinken. Si, signore. Weil, du könntest, ja, da ist es doch. Meine Güte, hat's gefehlt. Ehrlich. Es hat einfach nur gefehlt. Diese eine Wurze an Tor hat gefehlt. Ah, Junge, das Lied ist halt auch FIFA 18, Junge. Ja, es gab wirklich schöne Lieder auch bei FIFA 18. An die ich mich erinnere, weil vor allem FIFA 18 habe ich ja keinen FIFA 19 und 20 gekauft. Hab das nicht gezockt. Kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Es gab Elfmeter für die Gäste, aber sie haben ihn vergeben. Sein Schuss landet nur am Pfosten. Kann es selber nicht fassen. Da hat
2-0. Das ist schön. Aha. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Ja, Niklas Beste. Sie holt sich den Ball bitte. Er holt sich vorne den Ball. Das war wichtig. Ja, Niklas Beste. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Der ist nicht drin. Gehalten. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Macht er ihn. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgebrochen. Oh! Was für ein Tor! Palette, du hast das so gesehen, oder? Was für ein Tor! Wenn du überhaupt noch da bist. Was für eine Granate, das ist unglaublich. Nach dem Spiel gehe ich dann ganz kurz off. Da mache ich den Stream an für die Champions League Sache. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute. Ja, aber du bist dabei, oder? Wie CL gespielt wird. Nein! Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Gibt Ecke. Geht nach innen. Oh, schade. Ich habe die Taktik versucht. Oh, da ist gar keiner mehr. Ganz scheiße. Da muss weg, Esser. Hoch. Und da geht er durch. Da geht's wieder nach hinten los. Es geht nach hinten los. Wenn Paderborn Pech hat, geht der Vierte jetzt rein. Ah, schade. 3-0. Was? Scheiße. Schalke hat verloren. Schalke ist einfach nicht bereit für die erste Liga, weil die so zerstört wurden. Danke für diese. Warte, ich muss das erstmal eingeben.
RIP. Ja. Jetzt kommt das Turnier, was ich jetzt erstelle. Vermute mal, das sind die Dingskader. Ja. Also die Champions League hat hier das Plus, dass ich werde erstmal die Top-Clubs nehmen. Von jeder Gruppe nehme ich einen, wo ich mir so gut wie sicher bin, dass er weiterkommt. Bayern. Ja, und hier würde ich mal sagen Manchester United. Stahl Milek sehe ich als unrealistisch an. Ich weiß nicht. Ist ein moldawischer Club. Ja, okay, dann mache ich... Ich dauer Bukarest. Ein bisschen hier die Liga netter gestalten. Türkei. Türkei kannst du auch ein bisschen was Schöneres nehmen als das. Sehr übelst uninteressant. Mal Adana Edirnespor. Die sind ja übelst große Club. Und ich werde mal ganz kurz den Stream umbenennen. Champions League. So, jetzt heißt er Champions League. So. Bisschen die Leute eintrudeln lassen. Wo zum Fick ist die ELF? Vamos, 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 vamos a la playa. So sieht das aus.
Sehr interessant auf jeden Fall. Forza Rasenballsport, ja, finde ich auch. Also garantiert wird einer von denen mindestens weiterkommen. Ich habe Dortmund, Leipzig, ja, ich habe alle ausgewählt. Ich schaue nur, bis sie alle hier eintrudeln. Das dauert noch ein bisschen. Ich schreibe mal Baban. Das soll sich melden, das ist ja unglaublich. Wenn sich Baban meldet, dann fange ich an. Obwohl, doch, komm. Nein, 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 gibt's nicht, gibt's nicht. Ich habe die nur ausgewählt, damit ich mir 100% sicher bin, dass ich mir dann den Spielplan danach anschauen kann. Falls alle Clubs auf einmal rausfliegen. So. So, jetzt BVB ist der Erste. So, wo ist die Aufstellung? Ich hab dir geschrieben, ja. Dortmund. Lest meine Nachrichten, ja. Aufstellung. Du hast mir keine Aufstellung geschickt. Ich seh's nicht. Ich seh die Aufstellung nicht. Ich weiß nicht, wo du die mir geschickt haben solltest. Ich seh's auf jeden Fall nicht. Hast du es eventuell auf dem Account geschickt? Ja, mache ich aber eh nichts mehr. Der ist tot. Dortmund schreibt nichts. Das ist sehr, sehr kacke. UEFA Champions League Intro Theme. Hals-Maul-Lied. Ist wirklich, du fuckst nur ab. Ja, ist okay, verstrahlt, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht mehr, was die von gestern war. Ich weiß nur mehr, ich habe irgendwie... Wo ist Mounier? Ah, Mounier ist da oben. Pronto, Maxo. Spinalla. Beste Elf. Ich muss beste Elf, Mann. Gibt's nichts zu verbessern noch. Außer halt, dass man Pongracic auf die Bank setzen sollte. Ja, Musiala. So, das ist so gut wie die beste Aufstellung, finde ich.
So, BVB startet. Ich muss ganz kurz so machen, dass ich nicht im Weg stehe. Also Europa League kommt ein anderes Mal, wenn Leverkusen auch Zeit hat und ich Zeit habe. Aber heute kommt Champions League. Ja. Und da ist das erste Tor. Oh, Abseits. Abseits-Tor. Handspiel. Okay, Handspiel dann, meinetwegen. Was auch immer. Es war ja kein Abseits. Sah für mich kein Abseits aus. Aber Handspiel. Da hat der Borussia mächtig Glück gehabt. Und es kommt auf die rechte, von der rechten Seite. Ah, oh, und es durch. Oh, er hat getroffen, aber nicht ins Tor. Aber aufs Tor getroffen. Sehr schön auf jeden Fall. Dieser Kombinationsfußball von Borussia Dortmund mit Musiala, der sich wirklich auch sehr, sehr schön bewegt. Genau das lieben wir am Fußball. Diese verschiedenen Techniken. Dafür leben wir. Wir als Individuen hat jeder seine eigenen Fähigkeiten. Ja. Eins zu null. Wenn Alma nichts in den Chat schreibt, geht's weiter. Oh, ja, wenn Alma nichts schreibt im YouTube-Chat, Instagram-Chat ist übel scheiße, kann ich nicht so direkt da drauflegen, muss ich erstmal switchen. Oh. Oh, und das ist 2-0. Mein Discord. Gib ein. Warte, ich schreib's dir. So. Das ist meiner. Und das ist 3-0. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Erstmal dazwischen gegangen hier. Schönes Dribbling hier. Und Freistoß. Das ist die Chance. So, noch ein bisschen Ergebnis Kosmetik. 3-1. Was ist los? Ja gut. Haben halt diese Momente. Es sind halt
sind halt individuelle Klasse-Kicker, aber die Mannschaft, also der Trainer selber ist scheiße. So, müssen wir gar nicht diskutieren. Die gewinnen, um dann wieder fünfmal zu verlieren. So. Aber es ist nicht wegen dem Trainer, das ist halt wegen den Spielern, dass sie sich halt wieder bemühen. Oh, Man City, PSG haben unentschieden gespielt. RB Leipzig ist dran. Ich kann mich noch erinnern, wolltest du da irgendwie Änderungen haben? Aldeus, Herr RB-Typ. Willst du. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie, dass du. Ja, Suchek ist eh drin, oder? Ja. Oder was? Leimer rein, Sobosch irgendwie raus? Weiß ich auch nicht mehr. Ja, ist halt so, ne? Aldeos, du musst da sein, hallo. Ja, sü. Ja, hab ich. Hab ich. Guck doch einfach auf. Ich hab dir es geschrieben, hä? Schreib's dir nochmal, wenn du es nicht siehst. Und das ist 1:0 mit Jovic. Also für RB Leipzig wird das, könnte das eher mit Glück zu tun haben, wenn sie diese Gruppenphase schaffen sollen. Denn die Gegner sind schon sehr, sehr stark. So ist es nicht. Und das ist 2:0. Der Jovic, der funktioniert. Tatsächlich gab es ein Eklat, ob Jovic zur Eintracht wechselt, aber das war ein Missverständnis, denn er ist schon zu Leipzig gewechselt. Aber das habe ich nicht gecheckt. Aber gut, dass das auskommuniziert wurde. Ich schaue auch, wie ich das beim Spieltag dann ändere. 3:0. 3:0. Also, wenn ihr so königlich spielt. Wo ich habe jetzt gesehen, das ist ja gespeichert, ne? Eigentlich muss ich gar nicht heute komplett durchmachen. Wollt ihr nur hinspielen und dann Rückspiel irgendwie ab 15. Spieltag oder so? Dass wir noch ein bisschen Spannung haben? Aber wollt ihr es jetzt schon wissen, aber K.O.-Phase kommt erst Rückrunde. Das ist jetzt euch überlassen. Das ist ja, RBL, Bayern und Dortmund, ihr entscheidet, ob ihr 3:3 haben wollt oder jetzt direkt 6 und fertig. Und
Hast du heute eh nicht so viel Zeit, okay? Schau mal, wie es so ist. Wie sehen es Dortmund und Bayern? Bayern, du bist noch da, oder? Ja, also Bayern oder Dortmund, die entscheiden das jetzt. Na gut, schreiben nichts natürlich. AFK ist fuck. Oh. Oh mein Gott, Fehlpass. Man möchte sich ja 4-0 Wolfsburg, wow. Ja, hier auch 4-0 jetzt. 4-0 Leipzig. Also man zeigt sich heute auf jeden Fall von der entspannten Seite. Junge, du reagierst. Wow, gelb. Was für eine Fehlentscheidung. Hier Fehleinschätzung. Nicht Fehlentscheidung, Fehleinschätzung. Das ist mindestens gelb. Das war aber schon fast rot hier. Was für eine Blutgrätsche. Also schon ein Skandal. Man hat es offensichtlich gesehen, wie der umgesät wurde. Das Passspiel, da kommt der Schluss. 4-0. Als Stand jetzt performen die ganz gut. Ach Gott. Ey Max, gehst du jetzt? Na gut, dann viel Spaß. Ja, ich hab dir schon zum zweiten Mal meinen Discord geschickt. Ach Gott, ich schreib's noch einmal. So. Gott, nee, okay. Jetzt bin ich überreagiert. Ich hab schon zweimal geschickt oder so. Ui. Worüber denn? Junge, ich hab's dir auf dem YouTube-Livestream mit einem anderen Account geschickt. Bayern, bist du da? Alter, Junge, geh nicht die ganze Zeit raus hier. Stups ihn mal an. Hier, angestupst.
Ich hab keinen Bock mehr auf das Lied. Abfacke, abfacke. Jetzt fühlt sich das deutlich besser an. Also wenn man das tausendmal hört, dann nervt das. So's. Du entscheidest. Also dadurch, dass ja Champions League seine eigenen Speicherplätze hat, habe ich mir überlegt. Ja, du spielst schon. Habe ich mir überlegt, hast du vielleicht Lust? Nee, nee, nee. Das sind 1-1-1. 1-1-1. Verstehst du? Nicht 6-mal BVB. Erstmal 1-1-1. 1-1-1. Weißt du? Ja, okay. So, der FC Bayern beginnt zu zocken. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass es jetzt Champions League Speicherplätze gibt, ob ich 3-3 mache. Drei Spiele hier Hinspiel und irgendwann am 15. Spieltag mache ich nochmal drei Spiele. Die Rückspiel sind dann. Weiß nicht, wie du diese Meinung findest. Ist halt Knorke ein bisschen... ich überlege die ganze Zeit. Ich habe es gar nicht gewusst, dass es eigene Champions League Speicherplätze gibt. Dafür, dass sie nur zwei Speicherplätze gefüllt haben für Turniermodus. Warum machen sie nicht fünf oder so, hä? Also ich check's auch nicht. Die sparen immer. 5-0. WTF? Was ist mit Wolfsburg los? Ist ja übelst krank. Hier in der Champions League haben sie jetzt auch 4-2 gewonnen. Also alles gechillt. Was nicht gechillt ist, ist Barca. Barca ist ein harter Brocken, den Bayern bezwingen muss. Aber RB Leipzig hat die schwerste Gruppe. So, das ist aber eh klar. Weiß gar nicht, habe ich Dynamo Kiew schon eingesetzt? Nee, hab ich nicht. Weiß gar nicht mehr. Dynamo Kiew, waren die in der Gruppe? Nö, hab ich nicht eingesetzt. Weil ich mir dachte, irgendwie, die müssen doch irgendwie... Champions League spielen oder so. Oh, 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 oh. Und das ist 1-0 von Kimmich. Unglaublich. Willst du 3-3 haben? Also RB Leipzig hat geschrieben, er kann nicht alle Spiele, er würde ganz gerne 3-3 haben. Würdest du 3-3 lieber haben oder 6? Direkt. Ich frage da nochmal BVB. BVB ist dann der, der entscheidet, wenn jetzt du nicht 3-3 sagst. Mir egal. Okay, BVB. Ich weiß nicht. Mach wie du willst. Okay, Mama 3-3. Mama 3-3. Also deine Stimme ist dann 3-3. Ja. Ich meine, es hätte passieren können, dass mal Reus irgendwann wechselt zu Bayern. Das ist ja nicht. Was passiert ja alles öfter. Dass irgendwelche Top-Spieler zum Riesengegner gehen. Ja. Tachi hast du geholt. Du hast Tachi als Ersatz gekauft, weil du sonst, deine Reservebank zu klein wäre. Du hättest sonst keinen Platz. Du hättest sonst keine Spieler mehr. Könntest du eigentlich deinen Spielerbetrieb abmelden? Ansu Fati! 2-1!
Reus noch zur Bayern-Legende. Merkst du selber. Oh mein Gott. Doppelschlag für den FC Bayern. Unglaublich. Die Frankfurter würden sagen, wir haben das Ding geholt. Bayern hat Schmerzen. Bayern muss das wieder zurückholen. Freistoß. Was ist hier los? Will Barca Comeback machen? Oh, 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 Lewandowski, Lewandowski. Ganz, ganz wichtig. Also das Barca Comeback ist eher gescheitert noch. Wenn jetzt Barca nicht antwortet, dann kommen sie mit 0 Punkten. Dann gehen sie mit 0 Punkten nach Hause. Bayern gewinnt das Ding mit 3-2. Also alle deutschen Clubs haben gewonnen. Mit 4 oder 3 Toren. Bayern zum Beispiel nur 3 Tore. Das ist Meisterwerk. Das ist bayerische Klasse. Balotelli spielt erstmal gegen Chelsea. Kriegt aufs Maul. Ja, okay, geht. Hat Balotelli getroffen? Nee, hat er nicht. Er hat nicht getroffen. Oh! So, jetzt kommt wieder... Wolfsburg gewinnt nochmal 1-0. Wie wichtig ist das denn? Wie wichtig ist das denn? Das zweite Spiel in Folge zu gewinnen? So. Man United gewinnt. De Gea hat sich verletzt. Also. Oh, Bayern. Bayern ist wieder. Die Bayern sind wieder am Start. Bayern war am Start. Ja. Der Bayern müssen ja auch können. Kennen. Ja. Ah. Müssen. So. Was sagst du? Was machen wir? Gib Reus die Binde. Oh mein Gott. Nicht ja. Vor allem, dass du Reus die Binde geben willst. Das ist schon eine Kampfansage. Der arme Müll, arme Neuer. Das übelste Leader. Der ist ja nicht einmal Leader. Scheiße, du hättest wenigstens Kimmich geben können. Das könnte vielleicht zu bösen, Sachen kommen, weil Reus ja nicht der Anwärter für eine Kapitänsbinde ist. Aber man geht jetzt als FC Bayern in das Spiel gegen Dynamo Kiew. Man möchte heute gewinnen. Oh, und das ist 1-0, Reus! 1-0. Was ist da los? Der Kapitän geht voran. Gut, wie sich die deutschen Clubs repräsentieren. 2-0. Wie sie sich repräsentieren im internationalen Geschäft, das ist sehr gut gerade. Außer Union sieht es Stand jetzt für jeden ganz gut aus, in Sachen international zu spielen. Wenn Wolfsburg noch einen Sieg reinmacht,
dann sind sie auch schon fix weiter, obwohl sie in Real Life ausgeschieden sind, komplett. Dann sind sie ja schon zumindest auf Europakurs, mindestens Europa League. Und Bayern macht schon auch seine guten Wege. Zwar schlechter als in Real Life, aber auch gut. Gibt Schlechteres. Man spielt Dynamo Kiew wirklich einen Babybrei. Es ist ganz nett, auf jeden Fall zuzugucken. Ist ja interessant, warum hat Dings EA nicht Europa League auch gemacht? Dann hätte ich Europa League machen können. Und Conference League auch. Conference League wäre ja auch übelst chillig. Aber nein, wir haben das nicht. Wir sind die große FIFA. Wir können sowas nicht machen. Ecke kommt von Kimmich. Gute Parade bei diesem Eckball. Weg ist der Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, geht gut dazwischen. Vielversprechender Steilpass. Oh. Mainz 05. Ja, okay. Ja, schon traurig. Man muss nichts dazu sagen, es ist schon ein bisschen traurig, ja. Und mit dem 3:0 sorgen sie Doppelpack von Reus. Ganz, ganz nett. BVB, bist du noch da? RB Leipzig, bist du noch da? Sie können Riesenchance. Er hält den Ball fest, das war wichtig. 3 Minuten sind es noch. Schirmt den Ball gut ab. Robert Lewandowski. Naja, das war nicht genau genug für Marco Reus. Bayern gewinnt das Ding mit 0:3. So, jetzt muss ich wieder... Oh. Danke, bitte. Ich vermute mal, dass es so ist. Ich finde es traurig, wie Aue abgekackt ist jetzt im letzten Moment. Die waren einfach mit Abstand Erster. In meiner Karriere, jetzt sind sie Nummer Vierter. Das ist schon ein bisschen traurig.
RB Leipzig, RB Leipzig, einmal Dose, immer Dose. Hey, 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 hey. Einmal Leipzig, immer Leipzig. Tschalalalalalala. Macht sich eigentlich der, wie heißt er nochmal, der Fußballspieler? Wagner? Hieß der Wagner? Ist er noch Trainer dort? Sandro Wagner. Ist er noch Trainer dort? Warte, was ist? Ja, danach. Was ist danach? Mann? Ja, 5 Minuten. Okay, super. Dann mache ich Pause, ja. Dann bin ich kurz weg und dann komme ich wieder. Was? Ekstase auf Sächsisch! 1:0! Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Und nun Ferrati. Der Pass von Icardi. Oh, und da war es es. Oh, ich rede von Sensation und da kommt das 1:1. Scheiß Ratte. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. PSG verliert den Ball. Aber Stand jetzt ist das nicht schlecht. Ein 1:1 wäre gar nicht so schlecht. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gute Aktion. Oh, was? Jovic! 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 Ah, mach das 2:1. Ganz ehrlich, scheiß drauf. PSG und RB Leipzig in Real Life eigentlich genauso kacke. Ehrlich. Verstehe gar nicht, warum RB Leipzig noch Schippe mehr gehatet wird als PSG, wenn PSG ein übelster Ausbeuteklub ist und diese WM in Katar unterstützt. Für mich sind sie beide Drecksclubs. Gut, dass du deine Reviere nochmal gezeigt hast. Was du hast. Kommt jetzt die Flanke. Luka Jovic. Gut und fair. Aber stand jetzt alles noch im grünen Rahmen. Messi. Flanke von Lionel Messi. Gute Aktion. Ball ist raus. Stimmt, Mbappé ist ja nicht mehr Stürmer dort. Mbappé ist ja jetzt Stürmer bei. Bei Real, warum mache ich den nicht rein? Hä? Der kommt dann rein, wenn Zähl weitergeht. Freistoß, rot! Rot für Kimpembe! PG macht. PG kann nichts machen! Die haben entschieden, wie sie das jetzt regeln. Ich kann das ja nicht entscheiden für mich selber aus. Was für ein Fehler! Boah! Und jetzt! Leipzig war außen! Oh! Oh! Oi! Gelb.
Oh je, Messi. Messi. Und er verschießt den. Er verschießt den. Er verschießt den einfach. Und da ist jetzt die Konterchance. Für RB Leipzig. Oh, 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 oh. Kommt er durch? Kommt er durch? Nein. 90 plus 1. Da kommt nochmal. Nein, das war's. Das war's für heute. Und da wird die Mannschaft ausgebuht. Da wird Messi ausgebuht. Idiotas, putas madres. Idiotas, idiotas. Ja, Mbappé ist ja schon drin. Achso, weil Benzema, okay, weil Benzema jetzt die rote hat, okay. Na gut. Dann startet der jetzt. Liverpool hat gerade schwere... Was? Was ist mit Liverpool los? Was ist mit Liverpool los, dass sie solche Probleme haben? Dortmund, 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 wo bist du? Komm online, Dortmund. Geh mal zurück. Bei was? Liverpool in... Hä? Liverpool in exzellenter Form. Die haben gerade 3 zu 2 verloren. Hä? Was? Die haben gerade verloren gegen Porto. Dass sie auch in der nächsten wieder so blendend in Form sein wird. Wir sind richtig gut drauf. Ich bin sicher, dass es auch so weitergehen wird. Was zur Hölle? Was? Hä? Was? Wie dumm ist das denn bitte? Junge, RB Leipzig wird das einfach als Erstplatzierter abschließen. Liverpool ist Letzter. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich sie ausgewählt habe. So, das ist halt... Die sind halt einfach scheiße gerade. Was zur Hölle? Wie hart versagen die? Naja, ich werde auf jeden Fall Dortmund jetzt machen. Mal gucken, auch wenn Dortmund jetzt gerade nicht da ist. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Zumindest die erste Hälfte. Ich meine, wenn Dortmund nicht kommt nach der ersten Halbzeit, kann ich auch schnell Simon. Weil ich meine, selber Schulter, ne? Das macht er sehr gut. Sebastian Haller, Steven Berkowitz. Erstmal geklärt. Musiala. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Rafael Guerrero. Da ist der Torwart hellwach und passt auf. Ja, könnte was werden. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassikeeper. Da konnten sie nichts draus machen. Blind.
So, Dortmund, wenn du mir nichts schreibst, so, ganz ehrlich, dann schnell simu ich das. 1 zu 0 für Ajax. Also es fängt gut an. Boah. Gerade jetzt braucht man den Manager und der Manager ist nicht da. Der die Mannschaft supportet. Oh. Immer wieder dieses flüssige Passspiel. Aber jetzt kommt dann doch 1 zu 0. Ja, Dortmund, wenn du nicht da bist, schau auf Dings. Junge, ist aber schuld. Jeffer, du gehst auf. Du bist auf aktiv? Auf dem? Naja, nicht meine Sorge. Ich schau nochmal. Wenn du da nicht drin bist. 2-2. Gut. Das erste Nicht-Sieg. Und. Wolfsburg gewinnt das. Also Wolfsburg ist ganz gut drauf, was? Gut für die Tabelle. Malmö ist aber auch ganz weit oben mit dabei. 1 zu 0. Also dass Liverpool komplett verkackt, ist schon irgendwie lustig. Bayern. So. Mir. Und ihr sagt's nix. Oh mein Gott. Ich warte ein bisschen, bis Bayern schreibt. Schon wieder wir. Hier, schau mal. Hier, schau das mal an. Ja, okay, das ist cool. Hier, Liverpool in exzellenter Form. Die Liverpool-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft auch in der nächsten Partie wieder so blendend in Form sein wird. Wir sind richtig gut drauf, kommentierte FC Liverpool Kapitän Henderson. Und ich bin sicher, dass es auch so weitergehen wird. Und jetzt schau mal, welcher Platz sie sind. Ich meine, ich habe sie zwar ausgewählt. Ja, bei jedem habe ich den besten Feind ausgewählt, aber es hat ja keinen Effekt. Und jetzt schau mal, wo Liverpool ist. In exzellenter Form. Das soll exzellent sein. Das ist exzellent. Mich interessiert eigentlich, wenn ich so zeige. Warte. Ja, okay. Scheiße. Hier. Das hier. Hä? Warte. Mach mal hier. Mach mal so. Vielleicht geht das jetzt. Hier. Das soll exzellent sein. Das soll exzellent sein. Wow. Super.
klasse, wirklich. Also, ehrlich, das ist einfach Beste. Ja, übelst geil. Genauso wollen wir es haben. Ehrlich, das ist so eine idiotische Scheiße. Wolfsburg ist so gut wie weiter. Also wie die alles zerstört haben. Da vorne, Chelsea ist eigentlich auch so gut wie weiter. Och, stimmt. Warte danach. Danach 5 Minuten. Ich hab's vergessen. So, danach gehe ich, Ui. 1-0. Das ist schon ein bisschen peinlich, ja. Ui, Bayern. Müsst ihr international sehr gut vertreten, das ist wichtig. International müsst ihr alles gewinnen. Würde an eurer Stelle euch eher auf Champions League fokussieren als deutscher Meister. Weil deutscher Meister hat ja keinen Wert mehr irgendwie. Oh, 1-1. Ui. Wie wird der FC Bayern drauf reagieren? Oh. Oh. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Die kurze Variante. Rüdiger hat den Ball. Könnte die Führung werden. Lewandowski. Willst du irgendwas geändert haben? Dann schreib mir. Willst du Müller irgendwie rein oder so? Irgendwo RM, LM, Stürmer. Einfach Müller als Stürmer. Oder Reus als Stürmer. Was auch immer. Julian Weigel, der bei Benfica spielt, spielt ganz nett. Ganz klasse. Klasse Fußball. Julian Weigel. Könnte der Ausgleich sein. Guter Block. Oh. Weiter aufpassen. Neuer hat den Ball. Ganz einfache Aufgabe. Ungefährlicher Versuch. Ah, ups. Goretzka. Lewandowski, den muss er machen. Oh. Aber bist du noch da? Bitte ein Lebenszeichen. Hast du ein Lebenszeichen? Ah. Ja, okay. Ja. Oh, und das 3-1, die Vorentscheidung. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, legen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man ballbesitzorientiertes Spiel. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Reus. Kimmich jetzt. Und Lewandowski. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter.
Lewandowski jetzt. Lewandowski. Ah. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Er gibt dem Spieler die Chance weiterzuspielen. Was? Ach so, Vorteil war davor. Oh. 3-1. Willst du die Tabelle sehen? Dann siehst du auch, ob alles Schicht im Schacht ist. Also, dass Dortmund sich gar nicht mehr meldet, ganz ehrlich, dann kommentiere ich nicht mehr drauf. Hier Borussia Dortmund. Die werden das letzte Spiel gegen Beşiktaş dann nicht spielen. Werde ich schnell Simon. Hier, das ist die... So sieht's aus. Alles gechillt. Barca sieht nicht so aus, als würden sie Europa League kommen. Dafür Liverpool. Und das ist eigentlich besser als sonst. Und Piemonte Calcio. Das sieht auch sehr, sehr kaputt aus. Also, dass Piemonte Calcio so kaputt ist. Ja. Hier PSG. Hat auch übelst Probleme. Manchester United geht eigentlich, wie man es sieht. Ja, aber okay, das haben sie jetzt gewonnen. RB Leipzig gegen ja. Ping. Ist erstmal gepinkt. Servus. Adios. Ah, du bist eh im Stream. Ich schreib dir die ganze Zeit auf Twitter. Ja, okay, das ist ja klar. Warte, ich mach das hier. So. RB Leipzig gegen Man City. Wenn man das gewinnt, ist RB Leipzig so gut wie in der Champions League. Wenn man dann noch mindestens einen Sieg und ein Unentschieden erringt. Und genau das will RB Leipzig holen. Und genau das werden sie auch versuchen. Sie werden versuchen, hoch anzupressen, den Ball zu fordern. Oh. Aber Man City ist auch eine hohe Nummer. Da ist nix garantiert. Ja, wir machen 3-3. Also, wenn das hier... Du, Junge, aber Liverpool ist schon eine Shithole. Wie kann man so scheiße sein? Ich schau nochmal nach, warum sie so scheiße sind. Aber das ist ja mies peinlich. Oder nicht? Ah, fuck. Ich muss mit dem Hund raus. Ich bin gleich wieder da. Warte.
So, Dalle, ich bin wieder da. So, muss ich ganz kurz was einstellen. Ich müsste mal so ein, für ELF muss ich mal so ein Video raushauen, so ein Theme, was sich dann wiederholt nach 5 Minuten. So. Bist du noch da? Servus. Werder Bremen, servus! Hast du dir schon die Ergebnisse angeschaut? Und übrigens, wir haben ja einen neuen Augsburger. Es richtig scharfe Peperoni. Okay, dann bleib im On-Stream. Dann kann ich dir die Ergebnisse zeigen. Also mit einem Pep Guardiola als Trainer und den finanziellen Möglichkeiten. Was? Überraschung. Bist du da? Also scharf ist sie auf jeden Fall, aber sie ist nicht so scharf. Unglaublich. Ist ja nicht selbstverständlich, dass du gewinnst. Du hast mit Abstand den schlechteren Kader so. Und trotzdem schaffst du es. Nachdem es gegen... Oh. Übrigens, an Werder, ja. RB Leipzig ist übelst gut im Rennen. Die Überraschung stand jetzt im Hinspiel. Chance erstmal vorbei. 1-0. Mal weiter. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League auf Durchgang 2. Gegen Eintracht hat es nicht geklappt, aber gegen Man City und gegen PSG funktioniert es ganz gut. Und jetzt De Bruyne. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sie können jetzt flanken. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Das muss er besser lösen, müsste Geld geben. Da können Sie klären. Das sind noch sehr, 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 sehr lange 40 Minuten, 30 Minuten.
für RB Leipzig, aber man spielt tapfer. Man zeigt sich, man zeigt Charakter gegen die anderen Plastiks von den anderen Ligen. Ganz ehrlich, wir haben lieber ein RB Leipzig als zwei Scheiche oben. Auch wenn der Matasic auch leichte geistige Einschränkungen hat. Meine Meinung, vielleicht wenn ich ihn antreffe mal, ist er übel sympathisch. Keine Ahnung. Noch 15 Minuten. 15 Minuten. Wir reden hier jetzt von 10 Minuten plus Nachspielzeit. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Einwurf hier. 6 Minuten. Jetzt könnt ihr flanken. Und jetzt der Schuss. Nein! Da machen sie den Ausgleich. Scheiße. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schade. Wenn wir noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und da kommt der Konter. De Bruyne. Sterling. Der wurde abgewehrt. Schade, aber trotzdem. 1-1. Das hätten wir nicht gedacht. Hier von den Kommentatoren, von den Experten. Wir haben gedacht, Man City könnte das gewinnen. Aber RB Leipzig zeigt Charakter. Ich habe das gesehen. War das nicht das mit Faschismus und sowas? Hier ist der Kader von nichts anderem als ja, Liverpool. Und jetzt, wenn die das verlieren, sind sie draußen. Oh mein Gott. Es ist so gut wie durch. Es ist so gut wie durch. Oh, krank. Zwei Tore von Steaua Bucharest. Schau sie dir an. Liverpool. Es macht keinen Unterschied, ob ich diesen Verein genommen habe oder nicht. Ich habe da nichts dran geändert. Und Liverpool ist letzter. Leipzig ist erster. Und was? Brügge hat gegen PSG gewonnen. PSG ist also letzter. Müssten 3 Siege jetzt rausholen, um irgendwie noch ranzukommen. PSG könnte Europa League spielen. PSG könnte wirklich Europa League spielen. Hier, Dortmund ist auf dem 2. Platz. Aber, wo die Tordifferenz besser ist. Also eigentlich sollte dann Dortmund vor Ajax sein. Hier genauso, Inter Mailand ist vor Real Madrid. Ja, auch Villarreal müsste da Zweiter sein. Ganz, ganz weird. Also, erste Gruppe. Gruppe A. RB Leipzig hat 7 Punkte. Brügge hat 4 Punkte. Man City hat 3 Punkte und PSG hat 1 Punkt. Gruppe B. Atleti mit 7 Punkten. ACM hat 6 Punkte. FC Porto. AC Mailand 6. Und Liverpool hat 1 Punkt. So.
Gruppe C. BVB mit 7 Punkten plus 5 Tordifferenz. Ajax mit 7 Punkten plus 4 Tordifferenz. Sporting hat 3. Beşiktaş könnte sich einfach nur verabschieden. Also die spielen ja absolute Grütze. Gruppe D. Inter mit 7 plus 5. Real Madrid mit 7 plus 3. Schachtor. Donetsk schreibe ich jetzt einfach mal. Hat 3 Punkte minus 3. Und FCSB. Weil ich schreibe Sterwa. Hat Tordifferenz von minus 5. Gruppe E mit Bayern, die halt alles dominieren dort. So ziemlich. Es ist eigentlich schon so gut wie fix, dass die weiterkommen. Wenn jetzt nicht alles auf einmal verlieren, kommt da nichts mehr. Und Kiew ist so gut wie ausgeschieden. Außer sie machen nochmal Punkte und Benfica verkackt. Gruppe F. Man United ist da so gut wie durch. Jetzt sind sie schon durch. Ja, die sind schon durch. Mit 9 Punkten. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Sowas. Bergamo 3. Minus 1. Villarreal 3. 0. Young Boys 3. Minus 5. Gruppe G ist dann VfL Wolfsburg. Neun. Jetzt bei allen habe ich das jetzt aufgeschrieben. Achso, oh ja, okay. Egal. Das ist ja wurscht. VfL Wolfsburg, FC Sevilla. 4, 0, Lille, 4, 0, RB Salzburg, 0, minus 4. FC Chelsea, 9, plus 4, Malmö, hier auch eine Überraschung. Malmö ist einfach Zweiter. Juve ist sogar Letzter. Das ist schon ein bisschen peinlich. Schaue ich mir nochmal die ersten an. Plus 5. Minus 3. 0. Minus 2. Athleti 3, 2, minus 2, minus 3, Borussia Dortmund, minus 2, minus 7, dann habe ich alles aufgeschrieben. Wieso kein Zenit? Gibt's nicht mehr in FIFA. Die haben alle russischen Clubs entfernt. Bedank dich bei Mr. Buden. Putenschnitzel. Mr. Putenschnitzel ist der Grund, warum es kein Zenit mehr gibt in FIFA.
Weiß gar nicht mehr. Statt wen wären sie denn reingekommen? Wo spielt Zenit? Für Malmö, oder? Nee, für... Ah, für den Demius Sport Club. Big W, ehrlich. Mir tun die ganzen Clubs irgendwie leid, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich meine, ich hatte mal... Ich wäre fast Admin von einem deutschen Club, russischen Club geworden. Auf Deutsch. Aber irgendwie gab es dann Komplikationen, die haben mir nicht mehr zurückgeschrieben. Weil ich anscheinend zu meinungsbasiert war. Naja. Die wollten doch Content. Die hätten Content bekommen bei mir, aber selber schuld. Ja. Aber ganz ehrlich, mir ist das egal. Irgendwie FIFA 18 habe ich gefühlt, so die ganzen russischen Clubs. War halt schon ganz nice, Russland drin zu haben, weil irgendwo gehört Russland auch zum Fußball dazu, wie ganz Osteuropa. Irgendwie hat jede Nation die Liga verdient. Ukraine können sie gerne mal reinmachen. Jetzt wegen dem Krieg, dass sie da so ein bisschen, weißt du, ein bisschen Aufmerksamkeit machen. Spartak Moskau. Mir tut Donetsk leid. Ja, ehrlich. Mir tun die ganzen ukrainischen Clubs wie Zorya Lugansk. Du weißt ja, es gibt ja zwei Oblaste, die sind ja komplett gefickt. Oblast Donetsk haben damals 1,6 Millionen gelebt im Oblast. Jetzt leben da nur mal 400.000 wegen dem Krieg. Da ist alles tot. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Donetsk hat. Aber die Stadt ist tot. So. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr so. In dem Sinne. Sie ist komplett zerstört worden. Von den Russen. Wo das ihre Stadt sein soll. Ja. Es ist traurig. Es ist traurig. Wenn du gerne Bock hast auf Discord labern, ehrlich, ich hab Bock. Naja. Ruhe und Frieden. An jedem Club. Zorya Lugansk. Schachtja Donetsk. Dynamo Kiew. Handy ist kaputt. Junge, WTF. Kannst du wenigstens zuhören. Und dann kannst du halt hier schreiben oder so, keine Ahnung, du schreibst mir im Live-Stream-Chat, dann kann ich ja eh zugucken. Mache ich weiter mit meiner Regensburg-Karriere, obwohl ich auch irgendwann schlafen werde, wegen Schule. Reus ist übelst krank. Dings, der zeigt sich noch nicht. Der Mbappé. Bremen Ergebnisse. Okay. Habe ich ehrlich Bock, nochmal dahin zu gehen? Nein. Aber ich zeig's mal. Eintracht Frankfurt muss ich erstmal fangen. Das ist halt so die Sache. Man hat jetzt im Pokal gewonnen. Aber es schmerzt natürlich. Wir sind erst im 5. Spieltag. Ja, okay, aber es kommt wieder.
Werder Bremen ist auf Platz 6, stand jetzt. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim, Unentschieden gegen Gladbach. Ist alles drin. Hier, Mr. Palette, FC Augsburg ist auf Platz 4. Auch wenn sie den absolut grottigsten Fußball spielen. Scheißegal, Augsburg International. Crime. Ihr spielt überhaupt einen ganz schlechten Fußball. Das ist scheiße. Das ist unglaublich. Unglaublich. Auf jeden Fall gehe ich da wieder raus. Ich möchte nicht zeigen, wo mein Verein ist. Die sind gerade scheiße. Außer halt DFB-Pokal. Ja, Palette hat Augsburg. Ist doch eh cool. So, Twitter. Twitter, alles Twitter. Alles Twitter. Twitter ist genial. Genau das brauchen wir. Junge, Frankfurt. Ich geb dir gleich Frankfurt in deinen Arsch, du Arschloch. Ich steig gleich ab. In Real Life. Im Projekt ist mir scheißegal, aber in Real Life wirst du absteigen mit deinem Karma. Arschloch. So. Junge, ihr werdet genauso untergehen wie Union. Junge, du bist selber Frankfurter, du Wichser. Arschloch. Soll es eigentlich für Frankfurt sein? Das ist dein Herzensklub. Wichser. Verräter. Verrätersau. Scheiße, jetzt habe ich den Guevara, ehrlich, du bist so eine dumme Nuss. Würdest du Leistung bringen, würde ich dich auch nicht da rauskicken. Ehrlich, bist so eine dumme Nuss. Ja, Palette, ich fick gleich deinen Arsch, du Wichser. So. Guevara ist mir... Warum hat er Laie gemacht? Verpiss dich aus dem Club. Hier, wir sind da... Hier, verpiss dich. Verpiss dich aus dem Club. Keiner braucht dich. Warum kann ich den nicht wegmachen? Och, das ist verbuggt. Das ist wieder ein Bug, Alter. Ich kann diese ganzen Wichser nicht weghauen. Wichser, Wichser, Arschloch, Wichser, 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 Arschloch, Wichser, 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 Arschloch, Wichser. Zuma wird eher Katzen misshandeln. Mehr kann er nicht, der Bastard. Junge, der kann nur Katzen misshandeln, der Huren. Junge, der wird misshandelt. Junge, ich hoffentlich kriegt er so einen richtigen Tritt von Hinteregger. Dass seine ganze Wade aufreißt, der Wichser. Ehrlich jetzt. Würde ich gönnen. Würde ich ehrlich gönnen. So ein bisschen, dass bei dem die ganze Scheiße aufreißt, der Wichser. Würde ich zu Tode gönnen. Guevara, du bist ein fetter, fetter Verräter. Wusstest du das? Ist es dir nicht aufgefallen? Unglaublich. Ja, Jamolenko. Also Suchek ist auch ganz nice. Suchek ist auch ganz nice. So. Ich muss ganz kurz schauen, was mache ich jetzt eigentlich? Aue ist einfach halt vierter Platz. Die waren erster Platz. Die wurden Herbstmeister, aber die kacken gerade rein, leider. Die werden halt auch nächstes Jahr wahrscheinlich um den Abstieg spielen, aber das sowas Krankes habe ich noch nie gesehen. Ja, geht dein Potenzial runter. Questa. Julio Questa. Ja, sein Sprint ist halt kacke, ne?
Domingo Toledo. Domingo Toledo wird jetzt spielen. Das habe ich so befohlen. Davon habe ich geträumt. Ja, okay. Interessiert keinen. Miaut's genau. Ach. Nervig. Mal solche Frauds, die sich versuchen, da einzuschleichen. Hab so mies gar keinen Bock auf Darmstadt-Bulli. Warum? Ja, ehrlich, es ist übelst traurig. Aue hätte das schaffen können. Wir hätten Aue in erster Liga sehen können. Und doch scheitern die noch. Im letzten Schritt. Aber ich werde Bayerns Nummer 2, ich werde Augsburg dann Spieler wegkaufen. Und die werden dann froh, dadurch, dass wir dann die Nummer 2 sind schon, werden sie ganz schön absteigen. Tinpot Club. Nein, Füße Club. Füße Club. Unwichtig, HSV clear. Ja, HSV braucht mal wieder. Scheiße, Werder Bremen braucht man nicht. Ehrlich jetzt. Nervig. Diese ganzen Bremer Leute, die fucken mich ab. Wird denen den Aufstieg nicht gönnen? Ganz einfach. Das sind so, solche Idioten bei der Werder Bubble, die so eine absolute Frankfurt-Agenda haben. Und dann... Nee, das spiele ich nicht. Also EA, das ist EA geschuldet. Ja, meinetwegen 2-2. Hier, Dynamo Dresden hat gewonnen. Kein Bock. Ist doch scheißegal. Dann spielen die das halt nicht. Guevara. Guevara, verpiss dich nach in die Türkei. Ja genau, verpiss dich hinterm Bosporus. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ehrlich. Schämst du dich nicht? Ja, aber es gibt da Leute, die absolute Frankfurt-Agenda haben. Die fucken mich ab. Brauchen wir ehrlich nicht. Ja, zum Beispiel. Dem gönne ich den Aufstieg nicht. Dem gönne ich ganz wunderbare innere Schmerzen, wenn sie nicht aufsteigen. Ja, Zolltrax musst du nicht kennen. Also das ist halt, das ist ein Selbstverliebter. Gladbach viel schlimmer. Kommt drauf, ja. Ja, aber es ist halt trotzdem jetzt nicht. Ja, Guevara, verpiss dich bitte. Verpiss dich in die Türkei. Keiner braucht dich. Wirklich keiner. Ehrlich. Da gibt's Idioten, da gibt's auch Idioten, aber halt, ich meine ja nur, Hertha, komm nicht mehr, nein, Hertha Bubble ist nicht so schlimm, wie du denkst. Nur weil ihr euch jetzt gebieft habt. Gibt wirklich Schlimmeres. Das meine ich ernst. Nein. Nein, Hertha ist nicht so abfucken. Klar, die haben ADHS-Kinder. Das ist klar. Also ein ADHS-Kind haben wir. Och komm, leck mich doch am Arsch. Was ist mit den Scheiß-Trikots? Ehrlich. Ehrlich. EA, ich vertraue dir. Ich schau. Ja, ich spiele jetzt einfach. Junge. Junge, ich verkack noch Bundesliga. Ich verkack noch zweite Bundesliga wegen so einer Kacke. Ich kauf Duxch.
Weißt du was? Ich kauf Duxch. Ich setz Duxch in meine Liste und kauf ihn dann, wenn ich in der ersten Liga bin. Dann stirbt. Alles gut? Ja, alles gut. Nein, ich schrei nicht mehr. So. Junge. Solche Frauds. Zeig mal Team. Hier. Absolut krankes Team, muss man ehrlich sagen. Van der Bremt aus Salzburg geholt. Der soll ein bisschen hier die Seiten klar machen. Ich habe den manches Mal auch als ZOM genutzt, weil er einfach chillig ist. Ja, das ist das Team. Schau mal, jetzt weiß. Ach gut. Das spiel mal jetzt. Ritter W. Ja, ich habe das für einen Tweet gemacht. So, jetzt. Toledo zeigt jetzt seine Stärken. Wie hat jetzt Mainz gewonnen? Mainz verloren? 5-0. Wow. Das muss schmerzen, natürlich. Ja, aber als bis zum Abpfiff. Ja. Also danach keine Tore mehr zu machen, ist schon ein bisschen cringe, ne? Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage. Ritter Fraud. Ja, okay. Nur du magst halt Lukas nicht, deswegen ist er auch ein Fraud. Ne? Eine Kraut. Fraud, Kraut. Durch das Spiel begleiten sie Wolfuß und der Ui, Weckesser. Weckesser clear vor hier den Ritter. Da hat er die Chance. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Du musst Frauter sagen. Frauter. Bändern. Das ist wichtig. Das ist für die Integration eines Wortes sehr wichtig. Frauter. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Steiger. Oh. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Floco Masterclass, ja. Der hat jetzt. Vor allem bestimmt. Junge, ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas gemacht hat, so. Ich meine, der ist zu scheiße dafür. Der hat keine Ahnung vom Fußball, von Themen. Der schlägt halt einfach nach Kruse vor und fertig. So. Ich bin mir sicher, dass Kruse heute irgendwie zwei Tore gemacht hat. Und deswegen die Mannschaft auf einmal so gut funktioniert hat, weil Kruse halt da war. Aber sonst ist die Mannschaft für den Arsch mit dem Trainer. Die ohne dem Kruse würden sie um den Abstieg spielen. So, das ist ganz ehrlich. Das ist halt einfach so. Eigentlich ist Kruse der Trainer. Ja, Junge, der schult die ein. Der schult seine ganze Mannschaft ein. Weil. Warum bin ich so scheiße? Warum gewinnt die Mannschaft seit drei Spielen nicht mehr? Die Mannschaft hat Identifikationsprobleme. Kruse hat 3 gemacht. Ja, siehste? Was habe ich gesagt? Ich habe auf One Football geschaut, da habe ich nur ein Tor oder so gesehen. Aber ich habe wirklich nur Ergebnis geschaut. Aber ich war mir sicher, der hat mindestens 2 gemacht. So, der mindestens mal, er war der Haupttätige, dass hier Dings eingeschult wurde. Junge, sonst ist Florian Kohfeldt für ein Scheiß. Der hätte heute wahrscheinlich ohne dem wahnsinnigen Kruse nichts gewonnen. Klofeld, ehrlich jetzt. Lowfeld, Klofeld. Porfeld, keine Ahnung, kannst alles sagen. Finishfeld. Danke vielmals für dieses interessante Update. Flohfeld. Da erobert er den Ball. Der ist so scheiße, ehrlich. Und dass der noch Trainer ist, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit für jeden Fußballliebhaber. Außer man möchte halt. Oh! Die hätten meinetwegen noch Champions League ein bisschen gewinnen können, ne? Wolfsburger.
dann abkacken. Aber das hat einfach nur die Bundesliga geschwächt. Aber bedank dich auch bei Borussia Dortmund, dass wir überhaupt nicht Champions League gekommen sind. Bedank dich vor allem bei denen und bei Gladbach. Mit E-Ball. Ah, Junge. Als ich geschrieben habe, dass E-Ball jetzt auf einmal irgendwie Fortuna Düsseldorf oder Viktoria Köln oder so Karriere macht, zu Sprint to Glory, hatten mich erstmal ein paar Gladbacher geblockt. Also, schon sehr, sehr witzig, dass die so eine kurze, dass das so schnell reißen kann. Nur weil ich Witze mache, dass der vielleicht dann nach 2 Jahren wieder Sprint to Glory macht mit irgendeinem Club. Junge. Junge, das war halt nicht mal schlimm. Oder so Kramer-Quote, wo dann stand irgendwie, dass wir jetzt die größte Borussia wären, weil die irgendwie mal erster Platz standen in der Bundesliga. Dann hat er mal so einen Take rausgehauen, Kramer eh, der komischste Taker, der sollte eigentlich sein Maul halten. Cool, dass er... Ah, geil. Boah, das ist so eine Missgestalt irgendwie. In Sachen Argumente. Meinung. Er ist eine Missgestalt in Sachen Meinung. Nichts gegen ihn. Er ist einfach scheiße in seiner Meinung. Also da ist er nicht Bundesliga würdig. Eher so, keine Ahnung, Kreisliga C. Kreisliga F. Hobbyliga, irgendwie, wo... Keine Ahnung, wo die ganzen Sehbehinderten spielen, Tauben und so. Taubenliga. Da ist sein Niveau von seiner Meinung her. Ehrlich. Bei manchen... Kramer. Du weißt, wen ich mein. Kramer war es Kramer. Heißt der Fußballer Kramer. Kramer. Christoph Kramer, genau. Christoph Kramer. Der ist absolut scheiße von Meinung. Der kann nix. Ehrlich. Tauben-Leute würden da mithalten. Wenn er seine Meinung sagt. Ehrlich. Was soll ich dazu sagen? Da lässt er sich weit zurückfallen. Will den Ball. Ich dachte, du meintest einen Twitter-Account. Nein. Ich meinte Christoph Kramer höchstpersönlich. Weil mich dann Leute geblockt haben, dass er übelst eine scheiß Meinung geschrieben hat, dass Borussia auf einmal die Nummer 1 aus Gladbach ist. Sportlich gesehen. Und das ist halt lustig, als Eberl abgetreten ist. Weil genau in dem Moment Gladbach in Trümmern stand irgendwie. So. Oh mein Gott. Ehrlich, du kannst wirklich gute Schüsse. Dann haben Leute rumgeheult und haben mich blockiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast das gemacht. Das provoziert nur. Wir müssen erstmal blocken. Ich meine, jedem ist es überlassen, aber die haben anscheinend schon ein bisschen geheult, als sie das gesehen haben. Die waren gebrochen. Obwohl ich manches mal ehrlich, manche Gladbacher würde ich ehrlich brechen sehen. Es gibt wirklich Gladbach-User, die ich nicht mag. Aber es gibt Gladbach-User, die ich auch mag. So ist es nicht. 3-1. Regensburg-Karriere hat super funktioniert. Dings, hast du Palette? Oder Werder? Was auch immer. Habt ihr Bock auf einen anderen Manager-Projekt, wo ihr ein bisschen Sandboxen wollt? Wollt ihr einen Verein in den Trümmern hauen? Keine Ahnung.
was auch immer ihr wollt. Macht, was ihr für Spaß findet. Sandbox-artig. Leverkusen war so ein Typ, der zum Beispiel übelste Scheiße über Martin Fehlin geschrieben hat. Und den diese Schläge gegönnt hat. Der ist abgetreten, dieser Tamquell, Alter. So ein Wichser, ehrlich. Wenn ihr Tamquell kennt, bin wieder da. Okay. Du hast Bock bei einem... ich habe über Christoph Kramer geredet und diese ganze Gladbach-Bubble, die dann geheult hat. Ich wollte fragen, ob du Bock hast, bei einem anderen Manager-Projekt ein bisschen Spaß zu haben. Da musst du nicht wirklich... Ja, mach da nix. Mach da ein bisschen Taktik. Wenn du willst, sei der chaotische Taktikfuchs und zerstör den Club, taktisch gesehen. Ist einfach Klofeld einfach. Das kannst du machen bei einem anderen Projekt. Nein! Na egal. Gib mal Hashtag. Welcher ein Hashtag? Ich hab keine Ahnung. Du meinst, welche User, Gladbach-User ich nicht mag, gell? Also geblockt bin ich ja nicht mehr von den meisten, die mich damals geblockt haben. Aber... Sonst ja. Oder meinst du jetzt von diesem Manager-Dings-Projekt? Oh nein! Von Leverkusen. Achso, der Typ, der heißt Tamquell 10. Tamquell 10. Also, ich habe da auch mal so einen Tweet rausgehauen. Er heißt TAMQUE10. Der war mal in unserem Manager-Projekt von FBU, nicht von ILF. Und da hat er nur Scheiße gelabert. Ehrlich, so ein Wichser. Und unter unserem Namen hat er Scheiße verbreitet. Ehrlich. Hier, warte. So heißt er auf Twitter. Der Idiot. Aber naja. Der Martin Fehlin die Schläge gegönnt. Ich habe das Martin Fehlin geschickt. Was Martin Fehlin damit macht, keine Ahnung, er kann nicht viel machen damit. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spiel ich habe mich nochmal damit da erkundigt. Da kannst du nicht wirklich anzeigen oder so. Nur weil jemand dir Schläge kassieren gönnt, Schläge gönnt. Kannst du kaum was machen, leider. Ich danke. Oh. Jetzt wird's knapp. Die Bundesliga-Endspurt. Wer steigt auf? Also, Düsseldorf sieht kacke aus. Die werden wahrscheinlich noch ein Jahr hängen müssen. KSC ist übelst weit oben. Krass, krass. Hannover wird das nicht. Die sind schon vom Aufstiegskampf komplett entfernt. Die bräuchten 6, 9 Punkte. Nein, die kommen nicht. Also ein heftiger Aufstiegskampf. Seid ihr noch da? Jetzt kommt das Eingefleischte. Ich weiß nicht, ob ich das noch zocke. Oder ob ich jetzt so langsam in die Haya-Popaya gehe. Bisschen mich ausruhen vom ganzen Tag. Ja, der muss aber wirklich geholt werden. Der muss geholt werden. Duxch hole ich dann. Um ein bisschen Werder Bremen zu schwächen.
Ja, dann gehe ich auch einfach gleich pennen. Ja, mach das. Aber wie gesagt, wenn du Bock hast, bei dem Projekt mitzumachen, dann schreib mir einfach bei Instagram. Und da kannst. Mach da Scheiße einfach, wenn du willst. Sei Taktikfuchs und sei Klofeld und mach dann Leverkusen. So ein bisschen so zerstört. Die sind eh mein direkter Konkurrent, das wäre doch eh ganz gut, wenn ich die wegkriege. Ja. Junge. Junge, 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 was meinst du? Ach so. Ich hab mich gekratzt. Da, so. Aber man sieht da nichts, ne? Übrigens, Bock! Scheiße, meine Haare. So, jetzt geht's. Nein. So. Komm jetzt. Haare. Haare. Oh nein, Haare. Wichser. Gewichste Haare, ohne Witz. Aber findest du, das T-Shirt ist schon nice? Siehst du, oh Junge, es sieht so nice aus. Es sieht so nice aus. Es ist einfach genial. Oder? Oder? Schon wieder ein Haar. Fick dich. Haarsträhne, Wichser. Bleib drin. Nee, das nicht. Was denn? Was denn? Ach so, du meinst das Projekt? Du meinst das Projekt, oder? Ja, ein bisschen Konkurrenz abräumen, ne? Du gibst mir dann so richtig dumm einen Spieler und fertig. Und dann bist du wieder abgehauen. Junge. Ja, das ist wie ILF. Das ist Ursprung. Palette, du machst dann aber auch mit, ne? Du machst auch mit. Ich sag nur. Und dann mach auch wie Klofeld, bitte. Übrigens, Wolfsburg, ich weiß gar nicht, gibt's Wolfsburg überhaupt als Manager? Ich glaube, Wolfsburg ist frei. Also ihr könnt Wolfsburg nehmen und Klofeld sein und übel scheiß Taktik machen. Cap clear. Ja, also FBU, ILF, ne? Da bin ich übrigens auch Eintracht Frankfurt, ja. Also ihr könnt da Florian Klofeld sein und absolut scheiße sein. Oder Leverkusener Klofeld sein, das ist auch gut. Oh. Oh. Noch ein Spiel. Noch ein Spiel. Da bleibt sie noch. Das hier wird der Hammer. Das hier wird der Hammer. Da müsst ihr noch bleiben. Yildirim wird auf rechts gepackt. Beste spielt. Gimba setze ich ein. Und here we go. Jetzt wird gezockt. Scheiße. Langhalter. Oh,
gekratzt. Oje, oje. So, geht wieder. Pauk. Pauk. Ich liebe das Trikot. Ich liebe das Fanshirt übelst. Es ist übelst cool. Ich muss mal von mehreren Fanclubs das mir mal holen. Jan Regensburg gegen Hamburger SV. Das ist auf jeden Fall ein Spiel. Hier, ihr sollt mal ein bisschen schreiben, ne? Oder schreibt mir gerade auf Insta oder was auch immer, keine Ahnung. Als ob ihr jetzt schon geht. Hier, ihr wartet noch, bis ich HSV besiegt habe. Sonst bin ich sehr, sehr traurig. Dann könnte es sein, dass Au einfach überholt. Oh. Dass ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt 10 Applaus. Guter Volley-Schuss. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Der Torwart war da nicht gefordert. So richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Was macht ihr gerade? Ehrlich, spielt gerade FIFA. Kann ihn nicht, muss Weekend League Quali, achso. Oh nein, es steht 1-0 für den HSV. Der HSV geht gerade übelst auf Aufstiegskurs. Und das ist sehr, sehr gut. Muss dann schauen, wo ich mich dann. Aue! Aue führt! Aue führt! Aue führt 1-0, das heißt, sie sind zweiter Platz! Was? Gegen Darmstadt führen sie jetzt 1-0. In Darmstadt. Und ich kriege anscheinend auf den Sack gleich, wenn ich Pech habe von HSV. Aue führt. Das kannst du doch keinem erzählen. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Geht er rein? Ja! 1-1. Regensburg, HSV 1-1. Beste hat das Tor gemacht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Junge, aber was ist mit Aue los? Dass sie nochmal Comeback machen. Das ist doch krank, Junge. Ich habe noch nie sowas erlebt. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Kittel. Sebastian Schonlau. Setzt sich da schön durch. Oh nee, alles frei. Den muss, ja, HSV macht ihn. HSV hat ihn gemacht. Das heißt, wir sind Dritter. Ich glaube, ja, wir sind Dritter. Also Aufstieg kannst du schon wieder knicken. Wenn man das hier gegen HSV nicht machen, dann ist es unglaublich. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Ja, könnte was werden. Die Chance jetzt. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Junge Palette, freust du dich schon nächstes Jahr gegen Sandhausen, Dynamo Dresden
und so zu spielen. Darmstadt, St. Pauli, HSV. Freust du dich schon drauf? Hoffentlich auch Werder Bremen und Nürnberg steigt einfach auf, ja. Freust du dich schon drauf, ne? Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Spaß. Ich mag nur Spaß. Ich mag nur Spaß. Ich meine das nicht so. Ich frage mich nur, wie sehr die jetzt in der ersten Liga gebumst werden, wenn sie aufsteigen, aber ich muss dann auch nächstes Jahr dann in der zweiten Liga bleiben. Wenn ich Pech habe, dann wird nichts mit dem Aufstieg. Was eigentlich eh nicht eingeplant war, aber ich habe wieder aggressiv eingekauft mit Rütter. Mit Rütter eigentlich einen Erstligastürmer geholt. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ach, fuck. Was für eine Chance. Das sieht gut aus. Warte ganz kurz. Ich muss gerade kurz auf die Tabelle schauen. Keine Ahnung. Interessant, Palette. Interessant, dass es so geschrieben wird. Okay, keine Ahnung. Ist aber keine Ahnung. Scheiße, ja. Oh, keine erste. Oh mein Gott, nein. Wenn wir jetzt nicht hier unentschieden machen, dann ist HSV schon mal weg. Von uns. Das wollen wir auch nicht. Die wollen ja aufsteigen. Mir auch egal, ob die aufsteigen oder nicht. Ich bin ja. Sollte ja alles an mich gerichtet sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gegen große Gegner nochmal spielen muss. Gegen Schalke müsst. Nee, Schalke habe ich ja schon. Ne? Schalke habe ich. Ich habe ja eigentlich so gut wie alle Großen. Vermute ich mal. Jetzt kommt die Flanke. Er kann klären. Ja, 2-2. 2-2. Wie wichtig ist das? Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Wie krank ist das bitte? Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen. Und es bleibt extrem spannend. Das Tor. Abgeblockt. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung bei dieser Ecke. Zieht nach innen. Steve Breitkreuz. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja, Niklas Beste. Ah, dass die richtige abseits. Entscheidung war, Fahne ist oben. Könnte die Führung werden. Was? Junge. Oh, der rettet ihn damit das Unentschieden. Eine absolute Glanz. Noch steht unentschieden, aber sie bekommen jetzt noch einen Eckball. Für die Ecke kurz aus. Kann Beste den noch rein und machen. Gut, wie er den Ball anblockt. Weiter gefährlich. Nein. Da zeigt er, noch 8 Minuten. Und HSV kommt jetzt in den Sturm. HSV will jetzt stürmen. Und das ist nicht gut. Meffert. Kinzombi.
Moritz Heyer. Das war Handspiel. Junge, ich hab den reingetreten. Also Sinn ergeben tut das nicht, aber naja. Toledo kommt nochmal rein. Vielleicht macht das der Youngster. Das Megatalent aus Argentinien. Mal gucken. Was, Tor? In der 90. HSV ist gebrochen. Das Spiel wurde gedreht. 3-2. Wir blicken nochmal auf dieses Führungstor. Ah, da sind sie in dieser Nachspielzeit einfach gedankenschneller. Gedreht. Und das könnte es gewesen sein. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Neffert. Oh mein Gott. Der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. GG's. Gastgeber dürfen sich heute. Junge. Wir schauen uns auf die. Nein, die haben 1-1 gespielt. Scheiße. Schade. Hätten die gewonnen, vielen Dank, dass Sie schon so kurz wären sie. Bei uns sind. Wären sie jetzt Dritter. Zweiter, die werden Zweiter. Danke, dass Sie. Und sie sind Fünfter. Ja. Puh. Junge. Vielleicht kommt noch Düsseldorf. Aber das sieht richtig entspannt aus. Holla, die Waldfee. Oh je. SC Paderborn. Wenn ich jetzt schlafen gehe, heißt. Dass ich morgen nicht mehr onkomme, übermorgen nicht onkomme. Also Palette und du anderer Dude, anderer SGI-User. Ich brauche eure Hilfe, werdet Klofeld bitte. Und supportet mich, wie es nur geht, danke. Übrigens, Darmstadt ist 14. Darmstadt hat einfach gar nichts mit dem Aufstieg zu tun. Eigentlich könntest du hier St. Pauli mit Regensburg tauschen und Aue mit Darmstadt. Ich glaube, so wäre es passend eigentlich. Und SC Paderborn mit Hannover. Und Düsseldorf, keine Ahnung. Allgemein zu weit unten. Ja, mit Rostock einfach. Oh mein Gott. Ja. Jugendscouting-Bericht verfügbar. Ja, verpiss dich. Hier nochmal Granero. Granero, Supertalent. Guter Talent. Wird erstmal geboostet. Sonst haben wir Questa und so. Wir sind eigentlich ein ganz, ganz großer Club. Wir haben eigentlich alles, was einer braucht. Ja. Was wollt ihr mir beichten? Wollt ihr mir was beichten? Könnt ihr Twitter-User bringen? Das wäre ganz nice. Twitter-User brauche ich noch mehr. Ja, ich habe das schon mal aufgeschrieben, dass ich ganz gerne Twitter-User holen will. Ja. Er hat mir alle Logos geschickt. Alle Logos. Das heißt, ich könnte für
Wenn wieder neue Clubs aufsteigen, kann ich wieder noch mal was Neues hinzufügen. Ein bisschen die Grafik verschönern. Aber ich will unbedingt, dazu habe ich eine App jetzt auch, möchte ich ganz gerne Tabellen, ich mache DFB-Pokal zum Beispiel, mache ich ganz gerne dann. Würde ich ganz gerne machen. Google-Präsentationen? Nee. Das war irgendeine App, ich weiß gar nicht mehr was. Lass mich mal ganz kurz überlegen, welche App war das? War das Google-Präsentation? Aha. Ich schau mal gerade, kann man PowerPoint? Vielleicht könnte ich das sogar über PowerPoint machen. Ich müsste nur schauen, ob es dazu irgendwie Fotoalbum. Junge, was labern die mit Fotoalbum? Willst du mich verarschen? Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal den Untergang der Hessen gemacht. Ja, krank. Ich wollte damals mal eine Präsentation über Hessen machen, über hessische Soldaten im Unabhängigkeitskrieg, aber kam ich nie dazu, leider. Online-Bilder. Warte, kann ich nicht die Folie... Aha. Das sieht ganz nice aus. Kann ich das streamen? Ja, ich habe wieder keinen Bock, da meine Schule oder sowas zu zeigen. Deswegen hau ich das mal weg, um sicher zu gehen. So. Einmal mal das Größere. So. Dann überlege ich ganz kurz mal, was wir machen können. Die Farbe sieht schon ganz gut aus. Folie löschen. Ja, super. Ressourcenbedarf, ja, Finanzplan, Risiken und Erfolgsaussichten, Anhang. Das ist eigentlich eine Präsentation, die mein Vater bestimmt mal gemacht hat. Obwohl ich die, ich weiß nicht. Zeichnen, Entwurf. Füllung, Farbverlauf. Nein, was ist das? Ich will diese Farbe nicht. Kann ich die Farbe ändern? Weitere Farben. Warte ganz kurz, ich muss ganz kurz googeln, was DFB-Pokalfarben sind. DFB-Pokalfarbe. Halt's Maul, ehrlich. Wichser. Ich muss ganz kurz...
Wie ist der Name von dem? Kein Bock mehr auf FIFA zu behindert gerade. Schau mal, was ich mache. Ich versuche gerade nicht linear Position. Winkel. So. So. Hier DFB-Pokal. Versuche ich gerade was zu machen. Was ist dieser Scheißstrich da oben? Kann mal wer bitte erklären, wie man den Strich da oben wegmachen kann? Nervig. Aber die Farben passen eigentlich so. Ich müsste nur schauen. Warte, ich hau mal die Farben on stream rein. Hä? Ich muss mich anmelden. Hä? Jetzt sehe ich den Chat nicht mehr da. Wow. Ehrlich. Super, danke. Danke, YouTube. Arschloch. Das ist die eine Farbe. Ehrlich. Ehrlich, ist das nervig. Ist das nervig. Kann man hier irgendwo die Entwurf. Farbverlauf. Ja. Oh, das ist da. Geil. Das hier hätte ich ganz gerne in dick. Und mit weißer Schrift. DFB-Pokal. Naja, als ob das dick sein soll. Was ist da nicht dick? Das ist gar nicht... Hä? Das ist gar nicht dick. Doch, ein bisschen, aber... So. Hätte ganz gerne das in dicker gehabt, aber... Gott. DFB-Pokal. Das machen wir mal weg. Dann seht ihr gleich, wer im DFB-Pokal ist. Mann, das ist doch lächerlich. Verpiss dich doch einfach. Ich brauch dich nicht. Nervig sowas. Ehrlich, ich hasse sowas. So. So. DFB-Pokal Logo. PNG. Das ist nicht PNG. Das da ist PNG. So. Vielleicht das in kleinerer Schrift. DFB 40.
Vielleicht hätte das weg sein können, aber gut. Die wollen hier einfach nur ihre Scheiße haben. Obwohl, das lösche ich jetzt einfach. Nö, sehe ich nicht jetzt ein, das drauf zu haben auf dem Bild. Wer ist noch da von euch? Einer von euch ist gegangen, das ist klar. Aber wer ist der andere? Wer ist nicht gegangen? Wer war so ehrenvoll und ist nicht gegangen? Ich. Du. Super. Cool. Willst bestimmt sehen, wer im DFB-Pokal noch drin ist. Das mache ich jetzt auch. Wenn du das überhaupt gesehen hast, wahrscheinlich hast du es eh gesehen. Paderborn, FC. So, FC Paderborn. Wow. Okay. Du verpiss dich. Hä? So. Paderborn gegen VfB Stuttgart. Ma... Borge! Meine Güte. So. Das ist die erste Begegnung. Weg damit. Schalke 04. Schalke 04 ist noch drin. Kannst dann bewerten, wie das aussieht. Also für mich sieht das ganz nice aus. Gegen VfL Bochum. Vielleicht ein bisschen kleiner. Das würde nicht schaden. So. So. Dann gegen wem nochmal BVB, gell? Wow, BVB. Super. BVB. Das sind eh nur mehr. Ah, okay. Kann ich rüberpacken? Ist eigentlich eh unnötig, so viel Platz zu machen.
Nee, nee, nee. Nicht bitte, bitte nicht so. So. So, du kannst gleich jetzt bewerten. Palette, du bist noch da, oder? Dann bewerte gleich, was ich gemacht habe. Hier, schau. Muss es ganz kurz speichern als Bild. Ah, ja, das ist kacke zu machen. Ich kann das nicht. Ehrlich, ich hab da übelst die Probleme. Glaubst, warte. Sind die Abstände besser? Was sagst du? Vielleicht das noch ein bisschen runtersetzen. Ah, ich seh's. Danke. Ist es besser? Was sagst du?
Ja, okay, das könnte noch ein bisschen so rüber. Ja, so ist gut. Nochmal hier so. Das speichere ich jetzt so. Gut, das DFB-Pokal ist übelst klein gehalten, ne? Aber ist egal. Das ist wurscht. Jetzt schau mal, was ich mache. So. Ist Schalke nicht drin? Warte. So. Bochum. Ich glaube, da hatten wir wirklich nur einen Bochum, ja. Der ist Admin. Ja, Forza Frankfurt, ich natürlich. BVB. Wie heißt der? Chat. ELF. BVB. Fürth haben wir keinen. Bayern. Muss der auch suchen, das ist so nervig. Nervtötend. ELF Bauern. Keine Ahnung, da werde ich noch ein paar random User taggen. Wie dich. Bin also ein random User. Ja, bist du. Bist komplett random. ELF Bremen. Ich habe jetzt tausende Markierungen. Kölner Erfolgs. Ich habe ersten FC Köln drin, aber der macht nichts. Eigentlich könnte ich den wieder wegschmeißen. In die Mülltonne. Oh Mann, Nürnberg. Junge. Den User hätte ich ganz gerne wieder. Schade, schade. Damals gute Zeiten. Eisern Union hat nicht einmal ein Profilbild. Du kannst doch mal so einen Tweet machen. Habe ich ja schon mal öfters. Und ich habe manches Mal so getweetet. Und mal habe ich es geschafft, einen reinzuholen, mal gar nicht. So. Und es fuckt eher Leute ab, als dass es irgendwie. Ich habe ja schon öfters das geworben. So ist es ja nicht. Ja.
Ich würd dir vorschlagen, dass du das machst. So. Jeweiligen. Ich mache jetzt hier schon mal auf Dings, was ich gemacht habe. Ja, aber was habe ich denn bitte für eine Reichweite? Nur 1000 Follower. So. So ist es ja nicht. Kann ich das Bild noch bearbeiten eigentlich? Kann ich das Bild noch irgendwie bearbeiten? Schade, kann ich nicht. Hätte ich gesehen, dass da unten noch was ist, ich hätte es noch weggemacht, aber... So. Schau mal den Tweet an, den ich gepostet habe. Ja, aber ich ganz ehrlich, mach das doch einfach. Vielleicht habe ich ja einen nicht bei mir und bei dir ist schon einer drin, so weißt du. Und dann können wir den noch reinholen. Ich habe ja schon öfters gefragt. Ich mache erstmal Karriereschluss. Schreib einfach. Jo, ich bin im Manager-Projekt, FT, Twitter, mal rüberholen und so. Und es ist richtig bockig und ja, wird geleitet von einem anderen FT-User. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mich an oder so. Das wäre schon ganz nice. Ja, schau dir dieses ästhetische Bild an. Also, es ist... Ja. Schau. So. Ja, ne? Also, was willst du jetzt machen? Bin ich jetzt links oder rechts, hä? Was glaubst du? Bin ich links oder rechts im Zimmer? Ist es so richtig oder so richtig? Hä? Ist es so richtig oder so richtig? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bist du dir da ganz sicher? Bist du dir ganz sicher, dass es links ist? Also ich finde, dass es so auch passt, ja? So. Es ist von mir rechts aus gesehen. Und das ist ja meine rechte Hand, ja. Wie du sehen kannst, das ist meine rechte Hand. Meine rechte ist ja stärker, siehst du? Da kann ich richtig reinhauen. Die linke ist einfach stärker. Die rechte, ja, habe ich eine Schwäche, hä? Also ist es jetzt links oder rechts? Junge, ich werde irgendwann großer Twitter FT-Streamer und ihr werdet alle euch vor mir ja anders als jetzt. So, okay, ja, hast recht. Schlauer Fuchs, schlauer Fuchs.
Du hast gelernt. Du hast gelernt. Ich schau mal, was ich bei AliExpress holen kann. Ich hasse es, dass meine Mutter mir was gekauft hat an T-Shirt, obwohl ich ihr jedes Mal sage, ich will das nicht. Das kapiert sie aber nicht. Sie hat keinen Bezug zu Geld, ganz ehrlich, obwohl sie nicht wirklich viel Geld hat. Ich brauche eine Jacke. Sie kann mir kein Taschengeld zahlen. Ich habe keine Jacke. Dann kauft sie mir irgendwelche Schlabber-T-Shirts, die ich nicht mag. Was soll ich da verstehen? So, macht das überhaupt Sinn? Nein. So, kann ich wieder in den Chat schauen? Ja, oh je. Oh je. Das ist Familiendrama. Übelst. Ich hab mir das gekauft. Ich hab mir das gekauft, weil ich das übelst nice finde, ja. Ich finde das übelst nice. Ich finde dieses T-Shirt so geil. Ehrlich, ich liebe es, mit dem zu tragen. Ich hab mir auch... Weil ich keinen Bock hatte... Ich hatte keinen Bock, so viel Geld auszugeben, ja. Und es war eh schon ausverkauft eigentlich. Habe ich mir den Schnapper für 20 Euro geholt. Den Schnapper für 20 Euro geholt. Und der Stoff ist halt einfach 1:1 Produktion. Ich weiß nicht. Aber anscheinend hatten sie das Know-how. Haben das, entweder die haben das von der Fabrik geklaut. Irgendwie so Art Fehlproduktion, die sie dann halt klauen. Keine Ahnung. Sowas gibt es halt wirklich in China. Ja. Ja. Ganz ehrlich, Venezia-Trikot ist ganz nice. Ich überlege gerade, was ich mir noch so geholt habe. Ja, okay. Patriotische Sachen. Würde ich dir jetzt zeigen. Kommen wieder Twitter-User irgendwann und sagen, oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist voll cringe, Digga. Du hast einfach was von Krieg, ne? Übelst cringe. Cringe, cringe, cringe. Aber komm. Sag mal, ist das eine 10 von 10? Wie viel würdest du bewerten? Sei mal objektiv. Das T-Shirt. Das ist übelst dunkles Blau. Das sieht aus wie schwarz. Deswegen ist das auch ganz nice. 8 von 10? Ja, dafür, dass es 15 Euro gekostet hat und es mir übelst passt. Ehrlich, Schnapper. Da gibt es T-Shirts, die übelst teuer sind. So 20 Euro, 30 Euro. Und ganz ehrlich, das ist eines von der besseren Sparte, ja? So. Ehrlich. Ich habe da noch so überlegt, ob ich mir andere Sachen kaufe. Ja, diese Sachen will ich nicht tragen, so, ne? Dinamo Bukarest. Dass ich mir da was kaufe, oder Steaua Bukarest. Aber die haben anscheinend auch gar nichts davon. Ich schaue gerade, ob die irgendwas im Shop haben. Ja, Steaua Bukarest und links gibt es einfach gar nicht. Maccabi gibt es aber. Aber ich habe keinen Bock mehr, Maccabi zu kaufen. Maccabi, Junge.
Du kannst Glycerin kaufen. Warum? Ach, warum hat das sich... Ja, warum? Warum soll das... Sauer Bukarest. Komm. Chinesische Scheiße. Okay. Utarat. Also Sachen, die gibt's einfach nicht. Zum Beispiel rumänische Clubs gibt's überhaupt nichts. Schau ich mal FC Augsburg. Kann ich mal googeln. Gibt es tatsächlich was? Aber es ist uninteressant. Ich mag das nicht. Da haben sie eine Sache von FC Augsburg. Und das ist, meh. Das ist halt einfach ein Trikot geklatscht mit FCA-Logo. So, das ist... für garantiert kaufe ich mir das für 15 Euro. So, das ist nicht so nice wie das. Ganz ehrlich, sag mal realistisch. Ich könnte mal schauen, gibt es vielleicht von anderen griechischen Clubs was? Olympiakos oder so? AEK gibt's ja, oha, AEK, also so Sachen aus Griechenland haben die übelst krank und ich verstehe nicht warum, aber, wohl, ich kann es doch verstehen, aber, naja. AEK Athen muss bestimmt übelst geil sein. Panathinaikos, die haben auch bestimmt was von Panathinaikos, ja, krank. Ja. Ich bin müde. Du auch? Ich mache jetzt wieder Schlafstream. Aber wieder so hinlegen und fertig. Ich spiele halt FIFA. Okay. Ja, ich bin auch nicht existent. Schau mal, wenn ich ein bisschen so mache, habe ich Doppelkinn. Ich bin dick. Haha. Ich bin übelst dick. Oh mein Gott. Ich krieg wirklich, wenn ich das mache, kriege ich keine Luft mehr. Dann sterbe ich. Du musst mal hier voten, wer soll DFB-Pokalsieger werden. Oder wer könnte DFB-Pokalsieger werden. Ich habe meinen eigenen Kommentar geliked, also Eintracht Frankfurt. Schalke führt 2 mit 2 Stimmen. Stimme für mich ab, ich bin ja übelst Augsburg-Fan hier. Hab Schalke. Ist es dein Ernst? Wirklich? Du hast mich gar nicht lieb, oder? Du hast mich nicht lieb. Du hast mich einfach nicht lieb. Schau, ich hab Tränen in den Augen.
Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Weil die Kamera so scheiße ist. Du hast mich nicht gern. Du hast mich. Du hast mich sehr. Solange es nicht Stuttgart wird. Okay. Aber wer, sag mal, wer von ihnen soll weiterkommen? Stuttgart, Paderborn, da wird es halt Stuttgart nicht. Okay, Paderborn geht da weiter. Schalke, Bochum, wahrscheinlich will es da Schalke. Also es ist schon Paderborn, Schalke. Frankfurt gegen BVB, obwohl das wird ja wieder ausgelost. So ist es ja nicht. Frankfurt, BVB, Bayern, Fürth. Oh, Junge, ist das traurig. Da muss ich mich wieder mal rasieren, ehrlich jetzt, sonst kriege ich Monobraue schon wieder. Ich schreib jetzt einen übelst langen Kommentar. Für ILF. Ich überlege gerade, wer noch drin ist. Wer ist noch im Projekt drin? Also Timo, Mattis, ist dann noch wer? Es ist halt ziemlich ausgeglichen mit Instagram und wie heißt er nochmal? Dieser Altacher. Wie heißt er nochmal? Laurin. Ja, Mann. Müsste ich rein theoretisch. Obwohl, nee, Fürth. Okay. Ja, Fürth ist schon chilliger, hä? Also ich weiß gar nicht. Ich finde, Fürth-Hate ist eines der... Das ist ein super unnötiger Hate. Ich checke Fürth-Hate nicht. Wie kann man Fürth haten? Ehrlich jetzt. Ich check's nicht. Wie kann man Fürth haten? So. Was hat Fürth dir getan, hä? Ich check's halt einfach nicht. So. Ich meine, klar, wenn du Nürnberg-Fan bist, ist klar. Ehrlich, kein böses Blut. Chef, ich hätte so ein Autotweet. Ich würde da ein Autotweet einstellen, dass diesen Kommentar, den ich jetzt gemacht habe, scheiße, dass der auch dann abgeschickt wird. Um 12 Uhr, 13 Uhr oder so, wo jeder auf Twitter unterwegs ist. Aber, naja. Nee. Du bist mute. Wie, ich bin mute? Ich bin gar nicht mute. Was laberst du? Du hörst mich einfach nicht. Du bist mute.
Du. Ich bin gar nicht mit. Außer Dings geht nicht mehr. Doch, das geht. Ich bin nicht mute. Nee. Nee. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich bin nicht mute. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Nein! Ich bin nicht mute. Ich höre mich ja selber im Stream. So. Ich höre mich ja selber im Stream. Ich bin gar nicht mute. Das ist bei dir das Problem, ne? Ich meine es. Also ich höre dich nicht. Jetzt. Ja, bei mir war das Problem nicht. Es war bei dir das Problem. Die nicht beim zweiten Scheiße Hoffenheim, oh Gott, Alter, ich habe Hoffenheim weggemacht. Oh, Scheiße, Hoffenheim brauche ich ja. Wo ist das nochmal das Bild? Fuck, warum habe ich das gemacht, hä? Um weniger User zu kriegen oder was? So. So, Fallkult. Wie heißt... Da gab's noch einen. Der hat irgendwie Stealer geheißen. Nee. Der hat irgendwie Stealer-Content gemacht. Der war Eintracht-Fan. Stealer. Pittsburgh Stealer. Ja. Was? Eintracht Eisbären? So. Letzter. Oh je. Die sind schon wieder... Twitch. Nein, das sehe ich nicht mehr ein. Jo, ich gehe da mal auf, ja. Tschüss. Und mindestens maximal 1 Uhr, halb 1 bin ich dann in den Träumen. Ich gehe nochmal 20 Minuten Discord und dann verpisse ich mich in die Träume. Okay? Tschüss. Gute Nacht.